pre-Christian era Rome. The empire had grown beyond its means, and the rule of the Senate elders had begun to fray at the edges. Continually defending her from hostile neighboring states. As the power struggle ensued in the political arena, the quality of Roman life declined. The empire was racked by chaos. It was then that a great man appeared and changed the fate of Rome. Julius Caesar, the most celebrated hero Rome had ever seen. One after another, disturbances were squelched and discontent alleviated under his competent dominion. With the rule of Julius Caesar, all who inhabited Rome waited hopefully for the coming of the Pax Romana, or Peace of Rome. But it was not to last. Despite her citizens' wishes, Rome was once again sucked into the vortex of violence and destruction. Grüße euch herzlich zu meinem neuen Projekt, ja, Shadow of Rome, für PS2 erschienen. Kennen nicht viele, würde ich mal sagen. Wo gehen wir erstmal hin? Optionen. Hunderte sind ein, okay. Ich sag gleich weiteres zum Spiel. Lassen wir so. Ja, Gewalt. Ah, schön, okay. Shadow of Rome, es geht um die Ermordung Caesars, haben wir im vorigen Video gesehen. Das Spiel nimmt sich ein paar künstlerische Freiheiten, das ist natürlich klar, weil sonst wird das ja langweilig, wenn man das einfach so stur danach abhandelt. Alles weitere würde ich sagen im Spiel. Will ich einfach nicht so viel vorwegnehmen, ich spiele auf normal, weil ich voll der Noob bin. Ja. So, schon besser. Ich glaube, es geht auch gleich los mit dem Training. Als Gladiator und Flaggern. Natürlich, das Flaggern darf nicht fehlen. What the? Okay, aber ein kleiner Hänger. Das war, glaube ich, nicht so schlimm. Wie gesagt, in der Woche läuft das. Und am Wochenende dann wie bei Donkey Kong. In der Woche läuft auch noch, ich bin gerade, wie gesagt, verwirrt, in der Woche läuft auch noch Castlevania, was ich Zeit sehr unregelmäßig hochlade, merke ich, aber das kommt auch wieder öfter. Gut, aber wir gucken das jetzt mal an, ich sag mal gar nichts.
Duran, the Gripper. Es geht ab. Ich erkläre dir heute Veranstaltung. Drei todbringende Räume erwarten dich. Der erste Raum entspricht dem königlichen Kampfstil. Du musst alle Gegner besiegen, um zum nächsten zu gelangen. Es gibt nur wenige Waffen, also hab irgendwas zu tun. Im zweiten Raum steht eine Wache. Er trägt eine Waffe, also Vorsicht. Der letzte Raum, dann wird schon was dort dich erwartet. In Ordnung. Analogstick bewegen, Kamera mit rechten sprechen, Kreis. Ja, ganz einfach. Wir müssen zu diesen Typen hier. Mit den anderen brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Bist du bereit für die Arena? Natürlich. Geh jetzt und zeig dir den denkwürdigen Kampf. Aber sicher doch. Ein Ladebildschirm, den ich einfach mal drin lasse, weil ich so unpositioner bin. Oh. Okay, das ist der erste Teil des Spiels. Arena-Kämpfe. Es gibt zwei Teile. Es gibt da noch einen Schleichpfeil, aber da komme ich dann dazu, wenn wir auch schleichen. Aber jetzt erstmal das mit dem Arena-Kämpfen. Waffen aufheben. Drücke in der Nähe der Wünsche auf die Kreistaste. Auf den Feind ziehen, die R1-Taste. Hauptangriff mit X und Subangriff mit Dings. Man kann hier einfach so hauen. Und ein bisschen in den Gegnern rumstochern. Jo, der ist tot. Mit Viereck machen wir halt seinen Nebenangriff. Oh, ey, wie ab ich gehe hier. Zack. Man muss halt gucken. Es ist eine Leiste. Ja, was war das denn? So. Oh, die Waffe will ich haben. Der Streitgrund ist gut. Die Waffe bricht, wenn ihre Haltbarkeit 0 erreicht. Achte immer auf Haltbarkeitsanzeige, um sicherzustellen, dass sie nicht auf einmal ohne Waffe dasteht. Egal. Ja, ich nehme hier die Keule. Weil damit kann man auch übelst Köpfe zerhauen. Das Spiel geizt nicht mit Blut, wie man sieht. Ach, der lebt noch. Hier. Oh, ins Gesicht. Ja, damit. Okay, wir müssen weiter. Oh, hier ein Schild. Das hat man dann in der, kann man jetzt mit halten, so vor sich, genau. Und man kann auch mit boxen. Zeige ich gleich mal. Zack, einen übergezogen. Nochmal und nehme ich in jedem Paar mit meinem Kolben. Schweig! Geht doch. Das war mal billig. Kommt da noch mehr? Ach du. Ah! Geht doch. Was zum Teufel? Oh. Man konnte irgendwie so. Das mache ich einfach nur um. Ach, den machen wir wieder. Oh! Fuck. Gib mir eine Waffe! Epic, epic, hier, epic. Komm. Ja, das war nie so vorgesehen. Irgendwas mache ich gerade falsch. Ah, ich taumel. So, irgendwie war da gerade voll der Haker. Wo bist du, du Hund? Wo bist du? Gehst du jetzt extra zurück, um dir eine Waffe zu holen? Komm her, du Bastard. Ah, oh, Junge. Und? Oh, den Kopf zu hauen. Ja, Leute, gib mir die Waffe. Das ist es nämlich. Man kriegt nämlich super Waffen. Sowas wie dieses fette Mega-Ding. Was man damit anstellen kann, das zeige ich euch jetzt. Hab ich die jetzt noch? Ja, hab ich. Oh, Leute, jetzt müsst ihr euch das angucken. Ja, so nicht. Pass auf. Oh! Ah, roter Vulkan, das gibt Punkte. Ich sag es euch. Wie krieg ich dich denn am besten? So, einfach so. Ja, ach, du bist tot schon, okay. So, und den dicken dann noch. Ich glaube, das schaffe ich nicht in dem Video, das wird dann morgen weitergesetzt. Eigentlich kann man die auch in der Mitte zertrennen. Habe ich jetzt aber nicht geschafft.
Oh, der Big Boss kommt. The Big Boss. Kann nix. Nachdem ich ihn jetzt übelst eine gegeben habe. Fang. Oh, okay. Damit höre ich auf für heute. Wir sehen uns nächstes Mal bei Shadow of Rome. Da gleich noch ein bisschen mehr zum Spiel. Ich war da gerade sowas von gefesselt. Also bis dann.